Ja, dann sage ich mal Hallo Braunschweig. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 10. Mahnwache hier in Braunschweig. Da vorne wird gerade eine wunderschöne große 10 von den Kindern hingemalt. Finde ich ganz klasse. Und schön, dass ihr trotzdem, auch wenn nachher wieder Fußball kommt, ihr jetzt im Vorfeld schon mal so zahlreich hier heute wieder mit dabei seid. Wir haben heute ein ganz volles Programm. Deswegen möchte ich auch erstmal nur die Neuen alle begrüßen. Wer ist neu hier? Wer war noch nie hier auf der Mahnwache? Klasse. Applaus für die Neuen. Und sogar aus Lippstadt angereist. Extra hier, um uns auf der Mahnwache Braunschweig mal zu besuchen. Ja, das finde ich ganz toll, dass hier auch immer wieder Neue dazukommen. Welche, die heute nicht da sind, sind da wieder nächste Woche da und so wird das immer mehr. Und ich denke, es ist auch ganz, ganz wichtig, da werden wir heute auch noch einiges zu hören über die Dringlichkeit, über die Wichtigkeit, dass wir hier auch jeden Montag für den Frieden auch stehen. Als erstes möchte ich dann hier zu mir ans Mikro die Angela bitten, die etwas sagen möchte zu ja, einigen Sachen, die so in der Vergangenheit oder gerade in der letzten Woche wieder passiert sind. Und ich gebe ihr einfach mal das Mikro. Hallo Braunschweig. Ja, ich fasse es ganz kurz aus einem ganz einfachen Grund. Wir wollen bestimmten Personen einfach keine Bühne geben, die es nicht verdient haben. Und auch nicht unsere Energie dahingehend verschwenden. Ihr wisst, dass vor einiger Zeit eine gewisse Frau D. auf ihrer Facebook-Seite die Braunschweiger Mahnwache verunglimpft hat. Dasselbe ist nun noch einmal geschehen durch einen Herrn Christian B. auf YouTube in einem Video. Er bezieht sich da auf die Seite der NPD. Und wir haben nur folgendes kurzes Statement dazu abzugeben. Ja, die NPD war hier. Ja, die Rechten waren hier. Sie waren für uns nicht erkennbar. Sie standen am Rand, sie hatten nicht auf der Stirn irgendwelche Male, sie wollten keine Reden schwingen, sie haben keine Parolen geschrien, also sie waren für uns ganz einfach nicht erkennbar. Was die NPD da schreibt auf ihrer Seite, ist uns ehrlich gesagt herzlich egal, aus einem ganz einfachen Grund, wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben, es ist für uns eine Ideologie, die wir nicht vertreten können. Und deswegen distanzieren wir uns hier heute noch einmal erneut, aber wollen trotzdem dem Ganzen keine Bühne geben. Niemand hat mit uns gesprochen, niemand hat von uns ein Statement verlangt oder unsere Mahnwache kontaktiert. Von daher sind diese Artikel ganz einfach bedeutungslos. Dankeschön. So, dann hatten wir noch einen Gastredner heute, jemand, der sich angemeldet hatte, mit dem Thema Worte und Taten im Dissens. Sagst du mir nochmal deinen Namen? Kevin. Der Kevin, genau. Der hat mir nicht beigeschrieben und so viele Namen. Alles klar. Ja, dann hören wir mal zu, was Kevin uns zu Worte und Taten mitzuteilen hat. Dein Mikro. Jawohl. Hallo, ihr friedliebenden Menschen. Mein Name ist Kevin, ich bin Mensch und ich spreche für mich. Bevor ich anfange, möchte ich erstmal schauen, ob meine Zielgruppe hier überhaupt die richtige ist. Ich bitte um Handzeichen. Wer von euch ist alles für den Frieden hier? Sehr schön. Wer von euch steht hier für Freiheit? Super, schon mal gut. Wer ist für ein zinsfreies und gemeinnütziges Geldsystem? Wunderbar. Und wer findet Welthunger doof? Perfekt. Okay. Gut, also die sich jetzt gemeldet haben, die können sich hinterher nicht mehr rausreden. Der Grund, warum ich hier stehe, ist, da ich diese Bewegung großartig finde. Endlich regt sich Widerstand gegen ein korruptes System. Doch sich einmal in der Woche für 2 Stunden auf der Montagsmahnwache aufzuhalten und die restlichen 166 Stunden der Woche sein Leben in Häkchen normal weiterzuleben, bringt gar nichts. Jeder, der sich gemeldet hat, sollte sich überlegen, inwiefern er wirklich ein Stück zum Frieden beiträgt.
Auf einigen Mahnwachen wurde folgendes Zitat des aktuellen Dalai Lama genannt. Ich möchte es jetzt nur mal kurz anreißen. Wenn wir selbst immer Groll im Herzen tragen, aber dann Weltfrieden predigen, hat das wenig Sinn. Ich will jetzt nicht das ganze Zitat, der Sinn ist ja erkennbar. Und darum stehe ich hier, weil ich euch provozieren möchte. Nicht im Sinne von angreifen, ich möchte euch provozieren, euch selbst zu hinterfragen. Denn wenn wir über Begriffe wie Frieden, Krieg, Freiheit und dergleichen reden, dann frage ich euch, wo beginnt für euch dieser Frieden und wo hört er auf? Ebenso bei der Freiheit. Wo beginnt eurer Meinung nach diese Freiheit und wo hört sie auf? Ab wann ist ein Krieg ein Krieg? Denn seit einiger Zeit ist mir bei Diskussionen aufgefallen, dass diese Begriffe bei vielen Menschen sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Für manche heißt Frieden einfach, ihr Leben in Ruhe leben zu können. Egal, was fernab in anderen Ländern für Gräueltaten vollbracht werden. Für andere umfasst Frieden eben auch, dass das, was aktuell in der Ukraine, in Syrien und vielen weiteren Ländern passiert, in der Vergangenheit angehört und die Menschen dort zur Besinnung kommen, sich nicht mehr irgendwelche Feindbilder indoktrinieren lassen, sich die Hände reichen und umarmen. Wiederum andere gehen noch einen Schritt weiter und wünschen sich auch Frieden für die Tierwelt. Denn was unterscheidet einen Schlachthof oder ein Tierversuchslabor von einem Konzentrationslager? Es ist einzig und allein die Art der Lebewesen, die dort gequält und hingerichtet wird. Also meine Bitte an euch, hinterfragt euch, wie ihr Frieden für euch definiert und ob eure Definition für wahren Frieden, den wir auf der Welt brauchen, ausreicht oder ob ihr diese vielleicht noch ein wenig ausweiten solltet. Bei der Freiheit das Gleiche. Ich könnte euch nun genau das gleiche Beispiel hier bringen, aber da ihr intelligente Menschen seid, gehe ich davon aus, ihr wisst, wie der Vergleich ausgesehen hätte. Bitte denkt daran, eure Freiheit geht nur so weit, bis sie die eines anderen einschränkt. Und mit anderen sind natürlich auch andere Lebewesen gemeint. Hinterfragt euch auch nach eurer Definition von Freiheit. Also vor einigen Tagen führte ich ein Gespräch mit jemandem, in dem wir auf das Thema Welthunger zu sprechen kamen. Er regte sich über Nahrungsmittelspekulationen auf, also diverser Großbanken, und meint, es sei eine Sauerei, dass diese Banken so gierig seien. Als ich ihn fragte, bei welcher Bank er denn sein Konto habe, sagte er, ja, Deutsche Bank, wieso? Hör ich darauf, dann wechsel doch. Es gibt wesentlich bessere Alternativen, du musst sie nur nutzen. Und er, nee, das ist mir zu anstrengend, dann müsste ich ja überall angeben, ich habe eine neue Bankverbindung. Ah, nee, aber wo wir schon mal beim Thema Hunger sind, komm doch mit, lass mal einen Schnitzel essen. Einige von euch werden schon die Problematik erkennen. Es ist nicht das Banksystem, was so schlimm ist beim Thema Welthunger, sondern eher das Schnitzel. Wo wir dann auch beim Thema Finanzsystem und Welthungerproblematik wären. Ich möchte jetzt auch gar nicht näher auf das Geldsystem eingehen, denn die meisten von euch wissen bereits, wie destruktiv dieses Geldsystem ist. An dieser Stelle möchte ich allerdings unsere schwedischen Nachbarn lobend erwähnen, denn dort hält Innovation Einzug ins Finanzsystem. Gestern las ich einen Artikel über dortigen JAK-Banken, also Jorde Arbeit Kapital, und diese arbeiten mit ihren Kunden und Mitgliedern komplett zinsfrei. Sie haben ein ziemlich cleveres System geschaffen. Also wenn jemand einen Kredit dort möchte und nimmt beispielsweise 50.000 Euro schwedische Kronen auf, dann zahlt er darauf keinen Zins. Aber er muss sich verpflichten, 100.000 schwedische Kronen zurückzuzahlen. Weil diese in Häkchen zu viel gezahlten Kronen steckt sich nicht die Bank ein, sondern die wird für ihn selbst als Guthaben angelegt. Und sobald die 100.000 zurückgezahlt sind, bekommt er dieses Guthaben ausgezahlt. Also meiner Meinung nach eine echt geniale Geschichte. Das zeigt, wo es lang gehen kann. Und in diesem Sinne schon mal ein Applaus für die Kollegen aus Schweden. Um nochmal auf den Welthunger zurückzukommen. Wer sich hier vorhin gemeldet hat, der ist insbesondere angesprochen. Nun komme ich zum für euch heikelsten Thema. Hier zeigt sich wirklich, wer aus seiner Komfortzone herauskommt, um etwas zu bewirken. Hier kann jeder sofort etwas dazu beitragen, den Welthunger und einiges an Umweltzerstörung einzudämmen. Seit Jahren werden die gerodeten Flächen im Regenwald immer größer. Aber nicht, um das Holz dann zu verwerten. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch würde Holz kaufen, wenn er wüsste, dass es Tropenholz ist? Handzeichen. Dachte ich mir. Okay, aber warum esst ihr den Urwald auf?
Nochmal kurzes Handzeichen, wer von euch lebt vegan oder zumindest vegetarisch? Sehr schön. Die bösen Pflanzenfresser, ne? Hört mal auf, den Regenwald aufzuessen. Nein, ist natürlich Quatsch. Diese gigantischen Flächen im Regenwald werden nahezu unwiederbringlich zerstört und abgeholzt, um Platz für den Anbau und Futterpflanzen zu schaffen, da der weltweite Fleischkonsum immer weiter ansteigt. Abgesehen davon sterben ca. 40.000 Kinder an Hunger, an jedem einzelnen Tag. Aber nicht, weil nicht genug Essen für alle da wäre, sondern weil 50% der Weltgetreideernte und 90% der Weltsojaernte dafür verwendet werden, die in Häkchen Nutztiere zu mästen. Es wäre locker genug für alle da. Aber um ein Kilogramm Fleisch zu erzeugen, braucht man im Spitzenfall bis zu 16 Kilogramm Futtermittel. Und wovon werdet ihr wohl länger satt? Von 16 Kilogramm Getreide und Soja oder von einem Kilo Fleisch? Auch aus meiner Tätigkeit als Personal Trainer und Ernährungsberater heraus kann ich euch sagen, eine vernünftige vegane Ernährung ist in jedem Falle wesentlich besser für eure Gesundheit, als ständig Fleisch, Fisch, Geflügel, Eier und Milchprodukte zu essen. Euer Körper wird es euch danken. Und wenn euch euer Körper nicht so viel wert ist, dann denkt wieder an die Definition von Freiheit. Eure Freiheit geht nur so weit, bis sie die eines anderen einschränkt. Also bitte denkt darüber nach, wie ihr jetzt schon die Welt zu einem besseren und friedlicheren Ort machen könnt. Beendet nicht nur den Krieg mit den Waffen, beendet auch den Krieg mit den Gabeln. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Kevin. Und eins kann ich sagen, was die Mahnwachen bei uns eigentlich persönlich ausgewirkt haben, dass wir schon unseren Fleischkonsum mindestens um 90%, wenn nicht noch mehr, schon mittlerweile reduziert haben. Also wir sind auf dem besten Weg, zumindest zum Veganer. Vegetarier, nicht? Also ich weiß ja, ob ich mein leckeres Bauernhof-Frühstücksei, wo ich die freilaufenden Hühner auch beobachten kann, ob ich darauf verzichten möchte. Aber auf jeden Fall, das habe ich gemerkt, das hat sich verändert und das ist eben auch das Wichtige, denke ich mal, auch für uns alle, auch für diese ganzen Themen, die hier laufen. Nicht einfach nur konsumieren, das ist das Problem, das sind wir alle gewohnt. Wir sind einfach gewohnt zu konsumieren und dann wieder zu vergessen. Und wenn man immer wieder ein Stückchen mitnehmen kann für sich, wieder ein bisschen bewusster wird und das in seinem Leben mit integrieren kann, dann bringt jeder Montag hier für jeden immer ein Stückchen mehr.